Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Warhammer. Wir sind gerade hier etwas unter Belagerung dieser Orks hier. Eilhard. Eilhard. Oder Eilhard. Eilhard würde ich sagen. Ist gerade etwas unter der Belagerung von diesen Orks. Unser Imperator hat zwar viel Reichsgarde und ist auch sonst schlecht ausgestattet, aber wir haben ja unsere Truppen da verloren. The nation calls. Und jetzt haben wir ja noch die Chance. Halt, ist es. Moment, sind wir mit denen. I refuse such orders. Mit denen sind wir nochmal im Krieg. Mit den Avalanten, klar, mit den Chaoskriegern, mit den Schädelquetschern. Das sind auch Chaos und das sind auch Chaos, also das können wir nicht ändern. Gut. Dann, wie stehen die Chancen zu schlecht? Und wir haben den Himmelsmagier. Was kann der so? Baukosten werden verringert. Ja gut, ich baue jetzt erstmal nichts, weil wir müssen gucken, dass wir die Orks hier loswerden. Aber dann müssen wir erstmal warten. Wer ist denn das? Ist das der? Ach nee, das ist... Ah, das ist der, der so weit rumlief. Den haben wir ja ziemlich auf Kampf getrimmt. Deswegen kann nur mal hier... Trefferpunkte, Führerschaft oder Nahkampf. Machen wir mal Trefferpunkte. So. Die werden höchstwahrscheinlich wieder Eilhard angreifen. Ach nee, jetzt hör auf damit. Greetings. All you survey are loyal to me, so I advise caution with your next words. Sie möchten ein Handelsabkommen und zahlen uns noch was drauf. Ja, klar. Handelsabkommen wollte ich sowieso machen. Karaknorn ist unser Verbündeter, da der Zwerg. Schaff's endlich doch mal, den auszulöschen. Oder was machst du da? Ja gut, da geht nicht viel und solche Kämpfe habe ich ja schon oft gesagt, wo 72 verlieren die halt immer noch. Feindlicher Hauptmann des Imperiums der Fraktion konnte die Armee in Altdorf Reichland erfolgreich aufhalten. Erobert Siedlung. Okay. Dann geben wir dem mal die Truppen. Onwards! This would break my vows! Hier, Karl Franz. Müssen wir so rumgehen. By the comet. Ah, man, nur 30% Erfolgschance, aber vielleicht bringt's endlich mal was. No, no. War diesem Versuch nicht gewachsen, nein, ist gescheitert. Yes, my lord. Dann könnt ihr wieder zurückgehen. Denn jetzt habe ich ein leichtes Problem mit der Rekrutierung. Aber ich kann hier ja mal... Ach, ich kann die Menagerie. Das ist gut. Preparing rites of exorcism. Der bleibt hier für das. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich die Orks hier auslösche. Achso, was tun sind beschädigte Gebäude von was? Moment. Feindliche Heldenaktivität. Das war das. Ja, Schlacht von Eilhard. Siedlung niedergerissen. Mission fehlgeschlagen. Ah, Tiermenschen waren hier. Okay, was muss ich reparieren? Das. Ja, die Reparaturkosten sind ja minimal. Und die öffentliche Ordnung noch weiter erhöht.
So. Is it time? Da können wir uns nicht mehr bewegen, regenerieren aber unseren Mörser. Und der Held muss gleich hinterher. Aber das Rekolonisieren, das brauchen wir auf jeden Fall. You come before me as arrogant fools. Refusing union weakens us all. Nee, ich möchte mit euch gerade kein Friedensabkommen, auch wenn der Typ uns jetzt wieder aufhält. Zum Glück hat er nicht Karl Franz getötet. Das wäre... Was macht der eigentlich? Der läuft hin und her. Ha, und ich glaube, das ist jetzt sein Untergang. So. Der hat's vergeigt, das ist gut. Ostland ausgelöscht. Und Ulrich Schwarzhelm. Okay. I am Prince and Emperor. Was haben wir hier? Men, we must attack. Kann ich mit ihm angreifen? The und war. Dann kommt Franz. We march to the provinces to battle. Who calls? Halt. I will marshal the men. Moving off. Pick up the pace. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert wie gedacht. Bring aber me to my men. Wir haben jetzt zumindest das. Und Sir, onwards. Hier können wir hoffentlich endlich mal ein erfolgreiches Attentat Anne wurde bei seinem ihr Mordanschlag The Clan Honor. Yes. Was hat der für eine... Der hat gar keine Erfolgschance. Okay. Gut. Wir haben also ein Problem. Grünburg... Kümmert sich noch um mehr Wachstum. Und da gucken wir mal, dass wir Einheiten haben, sonst können wir nichts produzieren. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt gegen die Schädelquetscher oder Schädelspalter oder wie auch immer die Schädeltypen heißen, dass wir gegen die antreten dürfen. Und bitte, bitte, bitte sei wieder gescheitert. Gegen Wiesenland. Es ist doof. Karagnorn und Karagrim. Ja, komm. Greetings from Sigma. Krieg beitreten gegen Talabekland? Ja, die mögen uns sowieso nicht. Wenn die Zwerge doch nur gescheit helfen würden. Jetzt wird es wieder so ein Hin und Her. Moving off. So, bewegen wir uns hier hin. Yes, to unite the provinces. Jetzt marschieren wir einfach dahin. What does the Emperor bid? Okay, was kann der hier ausbilden? Gut. Right. Und einmal die. Dann machen wir gleich zweimal die. What? My power is theirs. Okay. Auch bei den neuen Kommandanten, wenn es so weitergeht. Feiertag für öffentliche Ordnung brauchen wir jetzt nicht mehr. Steuersatz wäre nicht schlecht. Das dann nehmen wir. Und hier haben wir keine... Haben wir nix. Na, endlich ziehen sich die mal zurück. Es hat auch ewig genug gedauert. You come before me as arrogant fools, refusing you...
Ja gut, ich gehe dann wieder mit den... Gut, die Zwerge werden mich dafür nicht mögen, aber... Solange wir das mal irgendwie auf einem Level halten, wäre das halt mal nicht schlecht. Averland ausgelöscht. Gut, dann müssen wir uns darum schon nicht kümmern. Ach. The nation calls. Der Ork-Typ ist... I am France. They will obey. Attack! Men, war calls. Praise Sigma. Yes, my lord. So. To arms. Step to it. Okay. Dann bleibt ihr hier. Aber Moment. Summon the Elector Counts. Ihr könnt marschieren. So be it. Against Sigma's teachings. Disagree with that? I will marshal the men. So, das ist ein Kampf zu unseren Gunsten. Weil unsere Truppen hier nachkommen. Stählerne Flagge, passive strahlende Flagge, zugewiesene Einheit kriegt mehr Führerschaft. Das kriegen hier die Ritter. Grasland, und den Kampf führen wir mal so aus direkt. Damit wir auch mal was zu sehen haben, damit er. Und ich will den Typen auslöschen, deswegen kommt der da nicht einfach weg. Er wird wahrscheinlich mit seinen Truppen eh vorstürmen. Ich werde einfach nur meine aufstellen und dann. Da wird er sein blaues Wunder erleben, wenn Karl Franz mit seiner Armee kommt. Gut, das Lustige ist, der Typ hat halt zwei Schwertkämpfer-Einheiten und sich selbst. Er ist also prinzipiell so schwach. Und warum ich das jetzt so gemacht habe, ist einfach. Karl Franz ist nicht rangekommen. Ihr habt ja gemerkt, mit Marsch allein bin ich rangekommen. Und er ist vor meinem Eldred Schwarzhelm geflohen. Das Problem dabei war nämlich, dass Schwarzhelm zu... mit ihm in Verstärkung zu stark war. Problem ist, man darf aber nur einmal pro Runde vor etwas fliehen. Und dadurch bin ich halt, dadurch, dass Schwarzhelm nochmal angegriffen hat. Machen wir mal ein Glücksspiel. Ja, okay. Wobei eins verloren ist nicht so schlimm. Gut. Dann geht ihr hier rüber. Aufstellung, Gefecht starten. So, da kommen meine Truppen langsam herein. So. Reichsguard Knights! Sigma calls! General! So, dann geht mal hier rüber, ihr meine Reiterei. Die stellen sich mal so auf. Also hier am ersten. Und was ist mit meinen Nahkämpfen? Ups, falsche Taste. Okay, ist pausiert, das ist all gut. Also, unsere Zweiertruppen, die können sich mal hier mit Rennen bewegen. Und unsere Nahkämpfer können sich hier aufbauen. So, der Magier kann dann hier hin. Und dann können wir mal schön weiter. Die gehen. Und zwei, die brauchen nicht so weit gehen. Okay.
Ach, die stellen sich bloß auf. Ja gut, Da, das ist eins. So. Handgunners for the Emperor. Sigma calls. Das sind drei. Die stellen sich hier auf. Das kann dahin. Yes, for the Emperor. So, bewegen wir uns halt so nah ran, dass die Artillerie ein bisschen feuern kann. Außerdem, wie sieht's da aus? Hat 200 Meter Reichweite, gut, da kommen wir auch nicht hin. So, dann stellt euch hier auf. Ihr hier. Und meine Artillerie. Die können sich gleich mal hier drauf stürzen. So. Ja, die setzen sich jetzt in Bewegung, weil sie wissen, dass die Hellstorm-Raketen jetzt richtig reinbrettern. So, die könnten noch ein Stückchen vor. So. So, vorwärts bewegen. So. Meine Schützen. Oder halt so. Seeking enemy for the Emperor! Sigma call! To me, man! Sigma call! It will be done! Swordsman! For war! Prepare for combat! So, kriegen wir den Kampf. The Empire endures! Swordsman! Sigma call! Ready? Yes, sir! For the Emperor! Reichsguard! So. Die Raketen können wir. Unsere Krieger fliehen. So. Handgunners. Yes, sir. Fight for our nation. Das ist Imperator. Wo ist mein Imperator Karl Franz? Ja, und ich habe den gegnerischen Hauptmann umgebracht. So, jetzt hier löschen wir den noch ein bisschen mehr aus. So. Okay, ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel zu holen. Wobei hier die Reichsgarde, die kann noch welche erledigen. Ah, mit den Lanzen, die schön. Ich mag die Reichsgarde. So, So, okay, jetzt können wir das Gefecht beenden. Wir haben 33 Einheiten verloren bloß. Davon
Davon ist vom Imperator Karl Franz das meiste. Das sind wahrscheinlich die Hellebardenträger. Die sind halt nicht gut für den direkten Kampf. Das sind eher, wenn ich richtig gelesen habe, sind das Leute, die abfangen. Aber die haben auch gegen den, gegen hier den Urgok da Menschenschlechter gekämpft. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sie verloren haben. So. Schatzkammer brauche ich gerade nicht. Richten wir sie also hin. Moment, ich dachte, dem sein Held ist tot. Gebundener Zauberfeuerball. Oh, cool. Summon the Elector Counts. On march! Die können ohne Chef weiterlaufen? Das ist mir doch ein bisschen suspekt. Now? Naja, egal. Der muss als nächstes dahin, um das wieder zu bevölkern. Könnte aber mal gucken. To the provinces. Wenn er will. Die brauchen eine Runde. I will. Zwei Schützenreiter. Mörser. Und das. So, dann haben wir wenigstens ein paar Truppen mehr. By the Comet. Der ist da. Blöd, dass ich nicht irgendwie alle meine Helden durchklicken kann. Ah, da, okay. Imperator Karl Franz kriegt jetzt einen Schlachtboss von mir. So. Der Magier, der Himmelsmagier, hat Uranus Donnerkeil. Er hätte ein bisschen mehr zaubern können, aber naja. Nahkampfabwehr, Geschossabwehr, klingt gut. Und das ist unser neuester Held. Der kriegt gleich mal die 10 Bewegungsreichweite. Habe ich das bei ihm? Sollte ich das auch machen? So. Ja. Werden wir... Die Schlacht haben wir jetzt geschlagen. Das ist ein Typ von Karaknorn da? Wo kam der plötzlich her? Die Omen verbessern. Jupp. Praise Sigma. Okay, und du gehst jetzt dann in Marschstellung. Also, das Problem ist, der hat da eine große Armee. Who calls? So. Ja, ich weiß, ich bin da eingedrungen. Moving off. What? Sigma compels us. Onwards. Okay, nee, der muss hier außen rumlaufen. On march. Der hat auch nicht die Truppen dafür. For the wisdom of Valea. Okay. Der belagert mich irgendwie oder so. Also ich kann zumindest keine Truppen generieren. Machen wir das hier auch. Dann haben wir in beiden Städten zumindest mal die Standardtruppen, falls wir das brauchen. So. Die Schädelquetscher sind Nordland ausgelöscht. Das ist wieder die Militärallianz mit folgender Fraktion. Oh. Entsende den Kampfzauberer Helden in die folgende Provinz. Okay, das kann ich machen. Ich habe ja einen, wenn ich richtig weiß, ist das hier ein Kampfzauberer. The winds blow strong. So. Das Imperium ist ein Lichtmagier. Zählt das als Kampfzauberer? Lichtmagier. Zählt das unter die Kategorie Kampfzauberer? Ah, okay, ich verstehe.
Da steht auch Karl Franz drin. Was ist das für eine Handwaffe? Die. Nee, die braucht sie ja nicht. Gut. Schick mir ihn aber mal los. Darüber kann er ja. Hier kann er ja schon rübergehen. This will help. Okay. I command here. On it. Attack. Er muss das hier kolonisieren. In the name of Magnus. Mir fehlen jetzt zwar ein Riesenhaufen Truppen. Was habe ich? Oh, ich kann jetzt demigreifen. I am France. They will obey. Gut. Erstmal gucken, wie es hier aussieht. Das hier ausbauen. Wir müssen uns auf jeden Fall erholen. Rekrutierungskosten. Da mehr Wachstum. What does the Emperor bid? Gut, dann kann er sich hierhin verziehen. Gut, moving ja. Off. Das Problem hatten wir schon mal. Now. So, der erholt sich hier. Okay, nachdem wir jetzt also die Schädelquetscher aus unserem Land vertrieben haben, können wir jetzt uns ausruhen, in der Hoffnung, dass die Schädelquetscher nicht nochmal kommen. Deswegen bleiben wir hier auf Verteidigungsstellung und ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann auch vielleicht ein bisschen um die Truppen kümmern, damit ich ein bisschen was darüber sage. Also dann, bis zum nächsten Mal.